Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sacred Gold. Ja, beim letzten Mal hier stehen geblieben. Diese hässlichen, dummen Sakara-Priester sind sowas von ekelhaft nervig. Mocker der Minotaurus. Wir gucken mal, ob wir den mal ganz kurz killen können, wenn er schon hier so in der Nähe ist. Ach so, ist eine Mission, ist eine Höhle. Dann steigen wir gleich mal ab. Oh, nicht schon wieder hier. Weg. In den Kommentaren wurde mir auch geschrieben, F5 oder F8 ist für schnell speichern bzw. schnell laden. Was ist denn nicht F5? Ich glaube, das erste ist mal für speichern. Nee. Auch nicht. Okay, funktioniert beides irgendwie nicht. Vergebung. Heide. Wäre ganz Rattenfresser, komm zurück! wurde mir, glaube ich, erzählen, was gegebenenfalls ich mal wieder unsichtbar sein sollte. Der Tod ist mir hier gewiss. Erstmal, warum machen die so einen krassen Damage? Und zweitens, warum verhaut sie alles? Ist der Schwierigkeitsgrad schwieriger geworden? Ach, jetzt wo er tot ist? Okay. Boah, nicht noch mehr von euch, ey. Okay, ich glaube, das machen diese Schadarins, oder? Okay. Sendbote der Schadar, noch einer. Nee, ist das nicht der Minotaurus? Doch, da Mocker der Ehrbare. Der Schadar, der ist noch woanders. Alter, warum werden die das mal unsichtbar? Geh mir nicht auf den Sack, schon wieder unsichtbar. Das gibt's ja nicht. Vom drücken sich meine FPS immer so krass runter, wenn das passiert. Das ist anscheinend auf meiner Seite. Dann gehen wir erstmal her hier. Warte, bevor du Mocker niederstrecken. Ich bin Gladiator und Sklave. Ja, aber Mocker auch haben Recht auf frei sein. Niemals du mich bringen Leben zu brutales Meister der Gladiatoris. Aber wenn du voll mit Ehre, lass mich leben und bringe Herren der Gladiator dieses Schandzeichen. Ist Sklavenring, sage, Mocker sein frei. Na klar. Machen wir. Wir sind ja kein Monster, so wie er. Guckt mich die ganze Zeit an, der Minotaurus. What the fuck? Woher sieht er mich? Das ist eine verkackte Mission. Ja, in den Kommentaren wurde auch geschrieben, dass diese ganzen. Hier, die, wo ich sage, diese Missionen sind verbuggt, angeblich nicht verbuggt sein sollen. Aber der Meinung bin ich leider nicht. Die Mission ist einfach nicht machbar, teilweise. Ey, geht das schon wieder los? Ich rast gleich aus. Oh, hier ist er. Wer ist das denn? Ein Halsabschneider. Lass mich los. Miststück. Ey, kann ich froh sein, dass ich am Anfang gespielt sind, nicht unbedingt gefangen wurde, so eine Range, wie die Typen haben. Verfolgt mich ein Feuerball. Warum diese feinen Dreckschweine? Die kommen aber auch nicht näher, ne? Ja, klar, mach weiter, mach weiter. Leck mich. Oh mein Gott, ey. Ich kann mich schon wieder aufregen. Ich habe das Spiel 2 Wochen lang nicht gespielt. Genau aus diesem Grund, weil ich einfach keinen Bock auf diesen Scheiß, ehrlich gesagt, habe. Und den alten Katakomben. Bitte den Zugang für euch an. Gebt Acht. Dort unten lauern auch die Spitzel Demodreis und anderes Getier. Euer Ruf ist zweifelhaft frei.
aber ich traue euch. Flehe Vergebung. Füße, Wurm. Sterbt. Gott, seid ihr nervig, ey. So, hier rein, ja. Pry-Spion des Prinzen. Das war der, der gerade draußen war. So, und hier sind irgendwo die Spitze, ja. Naja, werden sie sicherlich sein. Okay, ich komme da nicht lang. Achso, guck mal, er läuft vor. Mach auf das Türchen. Da sind sie, die Gegner. Ihr seid des Todes. Geld okay. Oder Leben. Oh, ein roter Einer da auch noch. Sehr gut. Ein sehr modrächer Soldat. Ist das, ich würde schon sagen, ist das irgendwie so ein Teppich, aber nein, ist er nicht. Wir dürfen uns ja also irgendwo... Wir laufen mal und holen ein paar Leute hier ran. Oh, du rennst ernsthaft weg, ja. Warum kann ich BFG gerade nicht benutzen? Warum war das Abklingzeit? Uncool. Das ist schon ein geiler Skill. Dauert nur einfach gefühlt Jahre, bis der mal geskillt wurde. Und dann komme ich darüber. Ah, da hinten. Meine Güte. Das kann ich auch, hä? Du schießt und ich schieße. Wieder erledigt. Okay, hat wohl gleiche Abklingzeit wie Attacke. Das finde ich gut. Gefällt mir gar nicht. Okay, oh, schon wieder Bogenschütze. Mach mich irre! Da oben muss ich hin. Dann lasse ich euch mal in Ruhe. Ihr bringt ja eh nicht so viel. Ich guck schon mal, wie lange das dauert, man, die Animation so heftig. Okay, die endet irgendwo. Das ist ja schade. Da kann ich wenigstens so 4, 5 Leute gleichzeitig angreifen. Macht schon Unterschied, ne? Vor allem muss ich halt nicht ständig zu denen hinlatschen, sondern... Mein Ziel kann nicht mehr weit sein. Kann es halt von der Ferne machen. Das sieht sehr merkwürdig und total eklig aus. Das Rebellenlager in der Kanalisation. Tschüss. Ich lasse euch mal machen. Er wollte sie nicht unbedingt anders. Wie viel Farben brauche ich denn? 182.400. Und die bringen gerade mal 1000 pro Einheit. Heißt, ich müsste 182 Einheiten töten. Aber ist gar nicht so viel. Wenn sie vorausgesetzt alle 1000 bringen würden. Hexenmeister von Zurukani. Oh,
reizt mich schon, um die Magier zu killen. Ernsthaft, du Cheater. Hey, denkt man immer irgendwas Interessantes? Das hier, das Spiel ist total lame, gar keine Secrets. Es lohnt sich ja doch gar nicht, um was anderes zu erkunden. Hier ist eh nur Schrott. Gesetzlose. Interessant, die sind aber nicht gegen mich. Valorianischer Soldat. Sharifa. Das ist natürlich diese komisch, die so komisch gesprochen hat. Das Horn eines Sakara-Dämons in den Klauen der Orks, die sich gegen Untote wehrten. Wir müssen die Klosterfeste der Seraphim aufsuchen. All dies ist sehr bedenklich, denn Sakara-Dämonen sind Wesen der Unterwelt und gebieten über die Untoten. Begleitet mich zur Klosterfeste am Eisbachtal. In den Bibliotheken der Weisen Schwestern sollten wir unsere Antworten finden. Eisbachtal. Bin ich jetzt dabei, oder was? Ich freue mich, euch meine Heimat zeigen Dreck. Zu können. Oh, ich hab die Mission anscheinend schon abgeschlossen. Wenn ein Sakara-Dämon frei durch das Reich wandert und dabei Heerscharen von Untoten erschafft, dann wird dem Mordrays Verrat zum kleinsten Problem. Schützt Sharifa und seid ihr zu Diensten. Mögen die Götter eure Schritte lenken. Ja, habe ich einfach schon mal, bin ich vorgegriffen. Nicht für mich. ...18 Schutz gerade mal. Glaubensstärke plus 3. Meine Resistenz muss sich auf jeden Fall erhöhen. Allerdings, was mir auch erklärt wurde, dieses ganze Bewegungstempo, minus 3,9%, habe ich nur... Da mein aktuelles Level hier Stufe 28 niedriger ist als die Stufe, die eigentlich dieses Item braucht, Stufe 31. Ich wäre halt langsamer, ich kann es mal so zur Seite legen. Ist nicht besser. Hammer des Gladiators. 199 bis 472 und minus 22,93% Angriffsgeschwindigkeit. Tja. Schlechter. Brunhilds wütende Schoner. Ist ja klar, dass ich das nicht nehmen kann. Als ob ich hier mal ein Set-Gegenstand für mich bekomme. Ist doch lächerlich. Würde ich doch nie kriegen. Wie langweilig wäre das denn? So, Sharifa muss ich verteidigen, ja. Die Feinde in dieser Region brauche ich nicht zu fürchten. Pferdchen, du bist hier. Wunderbar. Nee, ich will zum Pferdchen. Jetzt kommen wir wahrscheinlich da durch. Da hinten. Wo wir beim letzten Mal nicht durchkamen. Wo halt jetzt irgendwie versperrt war. Müssten wir hier nicht auch irgendwo ein Dings haben, ein Portal? Büße, Wurm. In Burg Hohnmut gibt es sicherlich eins. Ich hab's geahnt, Das macht überhaupt keinen Spaß. Dieses dumme Festhalten, so, wo ist sie denn eigentlich? Kein Plan, wo Sharifa ist, aber wir können auf jeden Fall erst mit die Mission jetzt zu Ende machen. Mit dem Minotauren. Du hast ihn laufen lassen, du wachst mir seinen Sklavenring als Abschiedsgeschenk zu überreichen? Dafür wirst du zahlen, du Verräter. Stirb! Stirb endlich! Das ist ja süß. Vor mir. Mein Pferd wird sich gleich treten. Oh, warte, ich muss noch kurz absteigen. Gut, dann halt nicht. Das Spiel macht mich ein wenig wahnsinnig. Ein harter Schlag. Ich weiß noch nicht mehr, wo dieses komische Portal war.
Wäre schon ganz entspannt, wenn ich mir direkt nach Schiefersaal teleporte. Hier hinten muss es sein. Da ist es. Martha. Ihr habt es verbracht und mein Schäfchen ist nun sicher und glücklich. Ja, kein Ding. Das sollst du mir jetzt unbedingt sagen, ja? Alles klar. Hier oben war ich auch noch nicht komplett fertig gewesen. Ach, hier geht's nach Burg Hohenmut. Hier war ich auch noch nicht. Ja, in der richtigen Burg war ich noch nicht drin gewesen. Komme ich da hoch schon rein? Hier überkommt mich ein Gefühl der Furcht. Nö. Das sage ich, da war ich auch noch nie drin gewesen, bin ich der Meinung. Sieht sehr cool aus hier oben. Naja, das ist halt die richtige Burg dann. Das andere ist ja nur so Vorgeplänkel. Kein Plan, wo Sharifa ist. Aber die kommt schon zurecht irgendwie. Gut. Also hier geht's leider nicht weiter. Hier unten ist das Portal. Eisbachpass ist aber woanders, oder? Aber könnte es doch das sein? Doch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wie kann man die Fresse halten und mitkämpfen? Sie verflucht die Monster wohl nur, statt zu kämpfen. Ja. Ja, jetzt ist der Pass frei. Welche Geheimnisse mag es in diesem vereisten Pass wohl geben, der zum Kloster der Seraphim führt? Keine Ahnung. Wenn es zu viele Gegner werden, sollte ich auch... Eine Eisechse. Habe ich, glaube ich, auch noch nie bekämpft. Wie wir ohne Pferd langlaufen. Eiswölfe. Das Spiel hat leider gar kein... Ich verstehe, das sind Schuhe oder so, die da im Gras, die da im Schnee rumhängen. Das waren Vögel gewesen. Das Spiel hat für mich leider gar keine Motivation, alles außerhalb der Hauptquest zu durchsuchen. Das ist ein bisschen schade, weil es gibt keine Secrets. Sowas gibt es in dem Spiel aber nicht. Ich will keinen zaubern. Cool. Wir laufen einfach mal den Weg, wir sind völlig falsch. Aber hier ist doch ein Weg. Ist das ein Sakara-Priester, ja? Vielleicht müssen wir doch hier hinten lang, hier so halt über die... Oder auch nicht, einfach nur schreien. Was gibst du mir? Höheren Feuerschaden, dankeschön. Ah, einfach gleich mal in die falsche Richtung gelaufen. Super. Das ist ernsthaft ein Sakara-Priester, bist du nervig, ey. Und dich soll ich beschützen, geh mir aus den Augen. Wir latschen einfach mal irgendwo lang. Auch wenn ich in die Höhle nicht rein muss, habe ich da keinen Bock mehr drauf. Aber ich muss in die Höhle wieder rein, oder? Oder hätte ich da unten lang gekonnt? Ich habe da unten lang gekonnt. Hier lang geht's auch noch. Ey, kein Plan, wo ich hier lang soll. Hier ist noch ein kleiner Turm. Na, ich komme nicht weiter. Und gehen dann schon wieder unsichtbar. Komm.
Sonst hältst du den auch immer fest. Ja, hier geht's lang. Sieht gut aus. Okay, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir machen eh keinen Damage und kommen auch nicht hinterher. Wir machen gleich mal eine ganz kurze kleine Pause. Ein Eisgoblin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Sacred Gold. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, Leute.